Hallo, mein Name ist Felix und ich heiße dich herzlich willkommen zurück zum zweiten Video dieses Lernzyklus. Im Intro-Video hast du gelernt, wie man Zahlen rundet. Du hast die Rundungsregeln und das Rundungssymbol kennengelernt. Nun bist du an der Reihe. Leg dir ein Blatt Papier und einen Stift bereit. Ich werde dir zwei Aufgaben stellen, die du selbstständig lösen sollst. Los geht's! Kommen wir zu deiner ersten Aufgabe. Runde die Zahl 413.235 auf Tausender. Schreibe die Zahl an und ergänze die Stellenwerte ihrer Ziffern. Blicke auf die Tausenderstelle und die Ziffer rechts von ihr. Beachte die Rundungsregeln. Drücke jetzt auf Pause und nimm dir genügend Zeit, bevor du das Video weiter abspielst. Hier siehst du nun meine Lösung. Die Stellenwerte habe ich darüber geschrieben und die Tausenderstelle markiert. An der Hunderterstelle steht die Ziffer 2. 200 liegt näher am vorherigen Tausender als am nachfolgenden Tausender. Deshalb runde ich ab. Ich schreibe also 413.235 ist gerundet 413.000. Hast du das geschafft? Toll! Dann machen wir gleich weiter. Nun zur zweiten Aufgabe. Je mehr du übst, desto besser wirst du im Runden werden. Vertrau mir. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Runde die Zahl 204.553 auf Hunderter. Drücke dafür wieder auf Pause und nimm dir genügend Zeit. Zuerst schreibe ich mir wieder die Zahlen mit den Stellenwerten darüber auf. Wir wollen auf Hunderter runden, also markiere ich mir die Hunderterstelle und werfe meinen Blick auf die Zehnerstelle. Dort steht die Ziffer 5. Hier runden wir auf, weil 53 näher am nächsten als am vorigen Hunderter liegt. 204.553 ist gerundet auf Hunderter, 204.600. Gerundete Zahlen können wir uns besser vorstellen und leichter merken. Aber Achtung, es ist nicht immer sinnvoll zu runden. Wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehr komplizierte Vorgänge planen und durchführen, müssen die Zahlen so exakt wie möglich sein. Sie vermeiden es daher zu runden. Wenn Sie etwa ein Raumschiff starten lassen und dabei unvorsichtig Zahlen runden, kann dies zu folgenschweren Problemen führen. Manchmal ist es also wichtig, die Zahl ganz genau zu kennen und mit der exakten Zahl zu rechnen. Oder stell dir vor, du stehst bei der Kasse und musst 21 Euro bezahlen. Du entscheidest dich dazu, den Betrag auf Hunderter zu runden. Bei den Stellenwerten markierst du dir die Hunderterstelle und schaust wieder auf die Zehnerstelle. An der Zehnerstelle steht die Ziffer 2. Bei 2 müssen wir abrunden. Der nächste Hunderter wäre also 0. 21 ist gerundet auf Hunderter gleich 0. Doch Moment! Der Einkauf kann doch nicht gratis sein. Das kann natürlich nicht stimmen. Ich habe nun drei Aufgaben für dich. Entscheide nach jedem Szenario, ob hier sinnvoll gerundet wurde oder nicht. Beginnen wir mit Marie. Marie liest, dass in ihrem Ort 3.439 Menschen leben. Um sich das besser zu merken, rundet sie die Zahl auf 3.400. Ist das sinnvoll oder nicht? Es ist ja okay, dass Marie auf Hunderter rundet, denn bei Einwohnerzahlen ist die konkrete Zahl ja nur für einen Moment gültig. Denn dann werden zum Beispiel Drillinge geboren oder ein alter Mensch stirbt und schon ist die Zahl wieder anders. Kommen wir zu Beispiel 2. Herr Lehrer Planck macht mit 24 Kindern einen Ausflug. Er rundet die Anzahl der Kinder auf Zehner und kontrolliert, ob 20 Kinder da sind. Ist das sinnvoll oder nicht? Das ist natürlich nicht sinnvoll, da Herr Lehrer Planck 4 Kinder verlieren könnte, ohne es zu bemerken. Das wollen wir uns gar nicht erst vorstellen. Als letztes geht es um zwei Freunde. Florian schuldet seiner Freundin Daniela 145 Euro. Er rundet auf Hunderter und zahlt Daniela 100 Euro zurück. Ist das sinnvoll oder nicht?
Daniela wird über diese Entscheidung nicht sehr erfreut sein, da sie weniger bekommt, als Florian ihr eigentlich schuldet. Diese Rundung ist also nicht sinnvoll. Zum Abschluss zeige ich dir eine Zahl, die gerundet wurde. Leider ist Miele beim Runden ein Fehler passiert. Kannst du ihn entdecken? Drücke auf Pause. Hast du den Fehler entdeckt? Miele hat, wie es aussieht, versucht, die Zahl auf Tausender zu runden. Wenn wir auf die Hunderterstelle blicken, sehen wir die Ziffer 5. Miele hätte also auf den nachfolgenden Tausender aufrunden müssen. Leider hat er abgerundet. Richtig gerundet hätte die Zahl 3.983.000 lauten müssen. Du hast in diesem Video die Inhalte aus dem Intro angewendet und geübt. Im Mastery-Video werde ich dich noch ein wenig mehr herausfordern. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Bis dann!